für weiter, kam ich von im Zug bis nach Aalborg. Nach Dänemark. Ja, Nørresundby Aalborg in Dänemark. Und da waren wir in einem in einer Schule, die requisitioniert war von den Deutschen als Lazarett. Und dann haben sie gesehen, dass ich nicht sauber bin. Und dann haben sie mich auf einen Schemel gesetzt und haben einen Schlauch genommen und haben mich abspritzen wollen. Der Druck von der Spritze hat mich vom Schemel geworfen. Und dann haben sie mich schnell in das bei den Schwerverwundeten hineingebracht, denn ich hatte fast kein Blut mehr. Das hat immer geblutet und geblutet und so. Und dann hatte ich immer Fieber, durch das der Splitter noch in der Brust war. Und dann konnten sie mich nie operieren. Und dann haben sie gesehen, dass ich, was mir in die Hände fällt, Essbares, habe ich alles gegessen. Dann hat der Arzt gesagt, den bringen wir so durch. Denn sie haben gesehen, dass sie mir kein Blut geben konnten, plötzlich. Ich habe EB-positiv, AB-positiv. Und das ging nicht mal mit dem Null. Und deswegen mussten sie mich so rausholen. Und dann habe ich ein Stuka bekommen, das ist ein Gestell, so ein Stuka bis daran, mit Gips natürlich. Und dann haben sie mich durchgestochen unten und einen Schlauch durchgemacht, dass es fing an zu reitern und so weiter, nicht? Dass das durchläuft nicht? Und so weiter. Und natürlich, da waren wir schon besser besorgt, natürlich. Ja. Dann bekamen wir auch ein bisschen besser zu essen. Und was die nicht wussten, dass ich bis auf Dänemark eingeschrieben war, dass ich ein Franzose bin in einem anderen Kleid. Wo haben Sie das notiert? Ja, das war notiert im Roten Kreuz in Dänemark. Das haben Sie selber angegeben? Ja, das war überall angegeben. Und dann haben sie mir einen Brief, ein Blatt gegeben. Leider habe ich es nicht mehr hier. Ich habe es jemandem gegeben, die auch mich aufgenommen hat. Und wenn wir Deutsche raus, nicht in der, wir waren immer noch in der deutschen Uniform, mit dem Stuka. Aber wollte ich einkaufen ein bisschen was zu essen, dann sagten sie, wir geben nicht den Deutschen. Und dann ging ich nebendurch, ging dem Mädchen mein Zettel. Dann bin ich raus und hatte ich, was ich wollte. Weil Sie halt Franzose waren und Franzosen was bekommen. Und ich hatte den Zettel, ne, wo ich mir das Rote Kreuz gegeben hatte. Und dann ging ich immer raus, ich hatte, was ich wollte.